Freunde vom Euro Truck Simulator 2. Ich habe hier eine kleine Mod, die ich euch vorstellen möchte. Möchte ich testen zusammen mit euch. Das ist der BMW M-Power. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben das. Wir haben hier verschiedene Zweitürer, das ist ein Viertürer, das ist der Zweitürer mit Heckflügel. Der sieht schon nicht schlecht aus. Wir haben zwei Motoren zur Auswahl, den normalen Standardmotor und einmal einen Performance-Motor mit 550 PS und 580 Newtonmeter. Getriebe, Sechsgang behalten wir bei. Hier können wir das Interieur ändern. Wir haben hier ein blaues, orange oder braun, das ist grün, rot und gelb. Blau ist mir ein bisschen zu kräftig. Nehmen wir das Rot. Wir können die Wagenfarbe ein wenig verändern. Hier kann man Benutzer definiert. Da haben wir das Pilot. Da haben wir Polizei. Hier kann man selber auswählen. Aber das hier sah schon nicht schlecht aus. Auch die Front finde ich. Hat fast so ein leicht böser Blick. Hier kann man jetzt theoretisch noch andere Felgen draufziehen, weil mir die Standardfelgen schon. Okay. Da fehlt das. Zu. Okay, dann lassen wir die. Nehmen wir erstmal die Standardreifen mal drauf. Im Interieur haben wir hier die Standardspiegel. Da haben wir auch die Standardspiegel. Ja, mehr können wir nicht verändern. Das sieht schon mal vom Interieur her. Carbonoptik. Lenkrad sieht auch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, sind wir damit fertig. Kaufen wir das gute Stück. Ordnen wir mal eine Garage zu. Die hier. Und dann wollen wir das gute Stück mal ein bisschen Probe fahren. So. Manager, LKW Manager. Da haben wir den. Da steigen wir rein. Jawohl. So, da haben wir das gute Stück. So sieht er von innen aus. Ich finde, passt alles recht gut zueinander. Also das sieht schon ganz gut aus. Da bin ich also schon zufrieden mit. Lenkradanschlag ist auch okay. Dann machen wir die Kiste mal an. Ja.
Ja, F3 war das. Steigen wir mal ein in den Wagen. So klickt er von innen. Schaden, weil die einfach nicht reinkommen. Dadurch setzen wir ein wenig auf. Ich denke, dann fahren wir mal zu einer anderen Garage, um den Wagen mal ein bisschen zu testen. Dazu werde ich mir eine Route setzen und den Wagen mal ein bisschen testen. Wir sind im Moment in Köln. Fahren wir. Ein bisschen über die Autobahn fahren wir nach Dijon. Ist nicht so weit, ist okay. 118 Kilometer, denke, um den Wagen mal zu testen, sollte das reichen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Das ist gar nicht, ob ich die Automatik drin habe. Vielleicht der Blinker. Werkstätten hier und her zu fahren wollen, denke ich mal, ist das ein Fahrzeug, was eine Alternative ist für die Schnellreisefunktion. Auf jeden Fall falscher Lenkeinschlag. Vom LKW drin. Ich denke, das macht das jetzt hier ein bisschen schwierig, das Ganze zu handeln. Doch wenn man hier den Lenkeinschlag vom
reinmacht, dass man da ein bisschen besser klarkommt. Ja, klar doch. Zieh doch einfach raus. Das Innenspiegel ist irgendwie ein bisschen falsch eingestellt, finde ich. Kann man noch nicht ändern. Schon da. Geht mit dem Wagen natürlich relativ zügig. Also im Großen und Ganzen. Ja. Ja. Haben wir schon drauf gehabt. Wobei, wie gesagt, also der Motorsound, weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so passend für den BMW. Aber es ist auf jeden Fall schon mal nett gestaltet, nett umgesetzt. War klar. Dass man da jetzt so einen leichten Abflug macht. Da merkt man, die rutscht und ja, man hört den Motorschaden. Ja, auch jetzt nur den zum Testen. Die Kiste wird gleich verschrottet und verkauft. Wenn wir gleich in die G angekommen sind.
Cent Schaden, das ist mir auch eigentlich relativ egal. Die gehe jetzt nur, um das zu testen. Das Ding ausrollen. Schön ist auch hier mit dem Gimmick mit dem M-Spiegel, dass das Ding da so. Ja, geht doch. Oh, da steht die Kiste. Okay, geht auch direkt raus. Ja. Also, nettes Gimmick. Aber man muss sich halt ein bisschen damit zurechtfinden. Also ich finde es okay, auch wenn es jetzt für einen Euro Truck Simulator mehr auf LKWs bezogen ist. Aber wenn man mal einen PKW fahren will, kann man empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es kommen jetzt so ein paar Mod-Tests hier bei ETS, ein paar LKWs, ein paar andere Sachen. Und bis dann. Tschüss.